So, hallo. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai. Ich war ja hier zuvor Anfang der Woche und habe hier hinten diesen Werbebanner aufgestellt. Und seither ist aber jetzt hier bautechnisch nichts passiert. Also es gibt hier nach wie vor diese Baugrube. Die ist dann mal mehr oder mal weniger nass, je nachdem, ob es halt gerade geregnet hat oder nicht. Also zwischendurch hat es auch mal wieder geregnet gehabt. Das Wetter war jetzt nicht so toll. Aktuell ist es wieder wunderbar. Und ja, hier gibt es eben noch die Regenzisterne, Baustrom und diesen Aushub für den Graben, für die Versorgungsleitungen und Abflussleitungen und so weiter. Aber ansonsten ist hier nichts passiert. Ich stehe hier gerade am Erdhaufen, also hinterm Erdhaufen, vorm Erdhaufen. Und hier kann man aber ganz gut sehen, das Gestein, das da sich eben drin befunden hat. Also, das hatte ich mir zuvor gar nicht so angeschaut, aber da gab es auch echt große Trümmer. Also, das ist hier ein relativ großer, schwerer Stein. Und ansonsten gab es aber hier auch viele kleine, wenn man das sich jetzt hier mal so anschaut. Ja, das ist jetzt so ein 2-Kilo-Stein oder so. Aber auch die musste man natürlich wegmeißeln. Also das ist halt das Gestein, was da unten drin war. Und das wäre glücklicherweise, ironisch gemeint, halt nur hier vorfinden. Genau dort an der Kante scheint es aufzuhören und geht dann halt, ja, geht nicht weiter. Also das ist hier jetzt, hier sehe ich keinen einzigen Stein. Also das scheint wirklich hier mit dieser Kante aufzuhören. Das ist wie ein Betonfundament, als hätte uns da jemand eine Betonplatte reingegossen. Und das mag vielleicht gut für die Statik oder Stabilität des Hauses sein, ist aber nicht so toll für den Geldbeutel, weil das Zeug muss halt rausgemeißelt werden. Aber sei es drum, das ist jetzt erledigt. Das wurde ja schon gemacht, die Arbeiten. Und jetzt kann es dann eben losgehen in den nächsten Tagen und Wochen. Also ich erwarte jetzt eigentlich, dass es dann im Laufe der nächsten Woche mit der Bodenplatte losgeht, die hier noch eingesetzt werden muss und vorbereitet werden muss, inklusive eben der Rohre, die sich da so drin befinden, Abflussrohre und so weiter. Dann wird die eben gegossen und dann können da die Wände des Kellers drauf, die dann Fertigbauweise eben produziert werden und angeliefert werden. Und die werden dann mit dem Kran aufgestellt. Das ist so jetzt so der nächste Schritt und bis dahin müssen wir halt noch warten. Ich bin aber in erster Linie auch deswegen hier, weil ich einfach mal was ausprobieren wollte und will, nämlich ein neues Audio-Setup. Zuvor hatte ich ja ein Richtmikrofon auf meiner Kamera und das war schon qualitativ hochwertig. Das war aber problematisch bei dem Format, das ich hier eben vorhabe, beziehungsweise die Art und Weise, wie ich hier dokumentiere, ist ja, dass ich dann öfter auch mal eben die Kamera umdrehe und statt mich zu zeigen, eben das Objekt, das ich gerade bespreche und so weiter. Und da gab es eben durchaus Probleme mit einem Richtmikrofon, das mit seiner Richtcharakteristik natürlich immer nach vorne schaut und dann ist es entsprechend schwer, mich zu verstehen, wenn ich hinter der Kamera stehe. Und das lässt sich jetzt eben auch nicht jedes Mal ganz schnell umschrauben oder so. Deswegen bin ich jetzt umgestiegen auf ein Lavaliersystem sozusagen. Ich habe jetzt erstens mal ein Wireless-System. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Sendesprecheinheit sozusagen, die hat ein internes Mikrofon verbaut. Man kann hier auch ein externes Mikrofon installieren, optional. Ich wollte das jetzt aber einfach mal vergleichen. Ich habe hier jetzt so eine Deadcat obendrauf zur Windreduktion. Es ist relativ windig heute. Und ja, jetzt bin ich selbst ganz gespannt, wie sich der Ton nachher anhören wird.